Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Skikanal. Die, die mich schon länger verfolgen, die kennen vielleicht schon dieses Setting hier. Ich stehe hier mit meinem Ski-Equipment, das ich euch heute vorstellen möchte. Nicht nur vorstellen, was ich so habe, sondern auch, warum ich es habe, warum ich es benutze, ob ich es empfehlen kann oder auch nicht. Und am Ende des Videos gibt es auch noch ein Gewinnspiel, wo ihr eine Jacke von der Firma Holden gewinnen könnt. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, Leute, bevor das Video richtig losgeht, möchte ich noch kurz die Message des Videos an den Anfang bringen. Ihr seht jetzt hier sehr viel Equipment, sehr viel teures Equipment, aber Skifahren hat nicht nur mit Equipment zu tun. Ich war jahrelang so auf dem Trip, dass ich immer sehr geschaut habe, dass ich immer das beste Material habe und habe mich sehr stark darauf fokussiert, anstatt mich darauf zu fokussieren, mehr Ski zu fahren, besser in der Skitechnik zu werden. Und das ist auch meine Empfehlung an euch. Vielleicht lieber beim Ski-Equipment ein bisschen kürzer stecken und dafür mehr Skitage sammeln, weil deswegen machen wir das ganze Jahr. Also starten wir jetzt in das Video rein. Wir starten von innen nach außen, wie es so schön heißt, es kommt auf die inneren Werte an. Also, auf geht's. Wie ihr das vielleicht aus dem Video von vor ein paar Jahren wisst, arbeite ich mit dem sogenannten Zwiebelprinzip. Das heißt, ich ziehe verschiedene Schichten übereinander an, je nachdem, wie warm oder wie kalt es ist. Egal wie warm oder kalt es ist, ich habe immer einen Base Layer an. Ja, welche Kriterien muss ein Base Layer denn erfüllen? Das sind drei an der Zahl. Zuallererst einmal sollte ihr euren Schweiß nach außen transportieren und das in Form von Dampf. Zweitens, er sollte nicht anfangen zu stinken. Das ist nämlich super unangenehm, wie ihr euch natürlich denken könnt. Und drittens, er sollte natürlich nicht sich mit Wasser vollsaugen. Das heißt, der Schweiß, der muss nach außen. Also es ist quasi Punkt 1 und 3, die korrelieren zusammen. Deswegen sind so Stoffe wie Baumwolle zum Beispiel nicht gut geeignet, weil Baumwolle die Eigenschaft hat, sich mit Wasser vollzusaugen und dementsprechend werden wir nass. Sind wir nass und werden dabei bei kalten Temperaturen auch relativ schnell klamm. Ich habe jetzt hier drei Base Layer, die ich trage jetzt schon seit bestimmt 300 Tagen. Die sind auch okay, aber es gibt sicherlich bessere. Deswegen möchte ich diese jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil es zum gleichen Preis bessere Produkte gibt. Und da empfehle ich euch Base Layer aus Merino-Wolle, da jene all diese drei Eigenschaften erfüllen. Ich habe jetzt hier so Mischprodukte aus Polyester und Merino, das kann auch funktionieren, aber ein reines Merino-Produkt überzeugt mich da mehr. Okay, dann habe ich noch eine lange Unterhose. So, da ist sie ja. Die habe ich jetzt auch bestimmt schon 300 Skitage getragen. Ist immer noch gut, erfüllt immer noch seinen Zweck und ist auch immer noch dreiviertel lang. Warum dreiviertel lang? Weil ich nicht möchte, dass die lange Unterhose in die Skisocken reingeht und so sich eine Falte bildet, wo ich dann potenziell eine Druckstelle aufbauen kann. Also meine Empfehlung, nehmt da eine dreiviertel lange. So, wenn es dann richtig warm ist und es April ist, dann gehe ich sofort in meinen Skianzug rein, weil das dann häufig auch schon ausreicht. Wenn es aber ein Ticken kälter ist, so um die 0 Grad, dann ziehe ich immer noch einen Mid-Layer an, der die Funktion erfüllen soll, natürlich den Schweiß nach außen zu bringen, aber auch Wärme zu isolieren. Weil wie ihr nachher sehen werdet, mein Skianzug hat überhaupt keine Wärmeisolierung mehr. Also hier habe ich dann so eine Fließjacke, eine sehr, sehr funktionale Fließjacke, die schön leicht ist, aber auch einen hohen Tragekomfort hat und ja, auch gut die Wärme isoliert. Das Produkt ist jetzt hier von Norröna, ist jetzt keine bezahlte Werbung, das will ich da mal am Rand sagen. Die habe ich mir vor kurzem selber gekauft. Es hat einen hohen Tragekomfort, passt mir auch von der Passform her sehr gut und deswegen habe ich mich für dieses Produkt entschieden. Dann, wenn es nochmal kälter wird, dann ziehe ich noch eine Isolationsschicht mehr an. Warum ziehe ich jetzt nicht nur eine dicke an? Weil wenn ich viele dünne habe, dann kann die Wärme besser gespeichert werden, weil ich dann mehr Luftpolster habe. Und da habe ich hier diese Jacke hier, das ist die Mammut Rime Pro. Die ist jetzt auch schon x Jahre alt. Wie ihr seht, da habe ich hier auch schon mal geklebt. Kann ich euch übrigens empfehlen, wenn ihr ein Schätzchen habt, was ihr sehr, sehr gerne tragt und es kaputt gegangen ist, auch ihr mal irgendwo hängen geblieben seid oder irgendwas, kann man hier einfach so ein Patch drüber machen.
Da, so habe ich übrigens auch das Schätzchen hier repariert und auch meine Hose, weil ich mir noch keine neue kaufen wollte. Die ist jetzt aus Kunstfaser, die ist jetzt nicht aus Daune. Warum keine Daune? Weil Daune, und dazu habe ich auch noch mal ein extra Video gemacht, Daune kann sehr, sehr gut wärmeisolieren, ist sehr, sehr leicht, aber bringt leider keinen Schweiß nach außen. Und dann fangen wir so richtig an zu stinken. Also nicht die beste Sache, wenn man jetzt, wenn es noch nicht so super kalt ist, wenn es richtig, richtig kalt ist, dann kann man natürlich auch auf eine Daunenjacke zurückgreifen, die ich auch noch im Repertoire habe, aber jetzt hier nicht vorstellen möchte. Sodele. Und last but not least, dann kommt die äußerste Schicht. Und da habe ich hier einen Skianzug von Openwear. Ist komplett nachhaltig produziert. Das heißt, die Stoffe sind aus PET-Flaschen produziert worden. Und habe jetzt hier dann eine blaue Hose. Das ist die sogenannte Openwear Open One. Ist das. Die gibt es aber, so wie ich es eben im Internet gesehen habe, nicht mehr zu kaufen. Openwear war ein Startup, die ja dann irgendwie mal in finanzielle Probleme gekommen sind und leider gibt es die Produkte nicht mehr zu kaufen. Ich fand die vom Schnitt sehr cool, vor allen Dingen, weil die Jacke auch ein bisschen länger geschnitten ist, die Hose ein bisschen enger liegend ist. Deswegen sehr, sehr schade. Habe jetzt hier die Hose, wie ihr seht, auch schon gut durchgenommen. Hier habe ich mir ja mal das Bein aufgeschlitzt. Wie ihr seht, das habe ich dann von innen geklebt. Das Video kann ich mal hier oben verlinken, falls es euch interessiert, wie das passiert ist. Und hier im Schritt ist auch so ein bisschen die Naht aufgegangen. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, dass ich diese Kombination jetzt bestimmt 2 bis 250 Skitage getragen habe. Und da darf so ein Outfit auch mal kaputt gehen, meiner Meinung nach. Also die Hose und die Jacke, da ist eigentlich nichts dran. Was man jetzt hier dazu sagen muss, dieser Stoff, der Außenstoff dieser Jacke und auch der Hose heißt Polyamid. Und der ist sehr UV-strahlenanfällig, das heißt, der bleicht aus. Das sieht man ganz gut hier. Da, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so gut sieht, wie die Kapuze, wie schwarz die ist und wie grau die Jacke mittlerweile ist. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so jetzt so gut sieht, aber das ist der Nachteil und der Stoff ist auch ein bisschen lauter als jetzt ein Polyesterstoff. Polyesterstoff wird dann meistens immer mit Softshelljacken, wird bei Softshelljacken genutzt. Ob ich es empfehlen kann, mit Softshelljacken Skifahren zu gehen, das kann ich gerne mal in einem anderen Video behandeln. Jetzt hier nochmal ein kurzes Review zu der Klamotte hier. Wir haben als Außenstoff immer Polyamid oder Polyester. Und dann gibt es mindestens mal noch eine Schicht, die Membran, die dafür da ist, dass kein Wasser, kein Wind reinkommt, aber der Schweiß in Form von Dampf nach außen geht. Und da gibt es zum Beispiel die Sympatex-Membran, die ich jetzt hier hatte, wo die sagen, dass sie so roundabout 40.000 Millimeter Wassersäule hat. Und die Gore-Tex-Membran zum Beispiel und ganz viele Firmen haben auch ihre eigene Membran. Und ich hatte jetzt hier zum ersten Mal, wie gesagt, die Sympatex-Membran. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, und ich bin, wie gesagt, da auch, meine Meinung ist nicht gekauft, bin ich eher von der Gore-Tex-Membran überzeugt. Ich hatte vorher ein Gore-Tex-Pro-Produkt und es hat mich dahingehend mehr überzeugt, dass es wasserabweisender war. Andererseits habe ich mir mal meine sehr, sehr teure Hose eingerissen, was eigentlich bei so einem teuren Produkt eigentlich nicht sein sollte, bei einem ganz einfachen Sturz. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Sympatex kann man machen, Gore-Tex ist vielleicht für manche Menschen dann auch die bessere Wahl, je nachdem. Man kann auch immer Glück und Pech mit den einzelnen Produkten haben, wenn man mal das große Glück hat, ein Montagsprodukt sich zu kaufen. Okay, kommen wir jetzt zu der Hartware. Ja, Leute, wie dem aufmerksamen Zuschauer vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich einen Teil vergessen. Und zwar hier mein Onsi von Peak Performance. Ein ganz tolles Teil, das ich damals mal im Zuge einer Kooperation geschenkt bekommen habe. Da war ich auf einer Bloggerreise im Zillertal. Wenn ich dran denke, kann ich hier auch mal das Video verlinken. Und das ist ein ganz tolles Schätzchen. Hat leider hier eine Schwachstelle. Das heißt, hier war die Naht so ein bisschen eingerissen. Hier unten auch so ein bisschen. Und das habe ich dann auch wieder mit diesen Flicken. Kann ich auch mal, also ich werde alle Produkte, die ich noch finde, unten verlinken. Und auch dieses Material, womit man das auch wieder zusammenkleben kann, dass ihr das dann auch für euch nutzen könnt. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Profitiere ich natürlich auch von, weil es sind sogenannte Affiliate-Links. Und wenn ihr dann draufklickt und was kauft, dann kriege ich auch eine Provision, das will ich dabei gesagt haben. Weil Werbung muss man ja markieren. Ist an sich ein ganz tolles Teil.
Ist aber recht umständlich zu tragen und auch anzuziehen. Deswegen habe ich es in der Vergangenheit, jetzt, obwohl er wieder funktionstüchtig ist, nicht mehr so häufig getragen. Ja, wenn ihr Bock habt, dann kann ich ihn auch gerne häufiger tragen, wenn euch das gefällt, wenn ich ihn trage. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Teil, das darf man nicht wegschmeißen, weil der wird auch so nicht mehr produziert. Also Peak Performance bietet gerade keinen One-Suit mehr an. Okay, mit dem zur Seite und dann kommen wir zur Hardware. So, fangen wir von unten nach oben an. Die Kamerafrau hat mich gerade noch gefragt, was denn ein Montagsprodukt ist, für all diejenigen, die sich auffragen. Das ist so ein Begriff aus dem Deutschen logischerweise, wo man davon ausgeht, dass viele Arbeitnehmer am Montag vielleicht noch ein bisschen schwächer auf den Beinen sind, weil das Wochenende vielleicht doch ein bisschen wilder war. Und da können schon mal Produkte entstehen, die den normalen Standards vielleicht nicht entsprechen, was ich natürlich keinem der Hersteller hier unterstellen möchte. Also von unten nach oben. Ich habe zwei Skischuhe. Ehrlich gesagt habe ich diesen Skischuh noch nicht getestet. Deswegen gehe ich erstmal auf den hier ein. Das ist jetzt hier der Bello DRS 140 mit Lifterplatten unten drunter. Also normalerweise hat der Flatpads. Eure Skischuhe haben in der Regel immer eine Sohle drunter, der jetzt nicht, damit man dann nochmal näher am Ski steht. Das ist dann quasi der Skischuh, der dem Weltcup-Schuh, dem FIS-Norm-Schuh bei der Bello am nächsten kommt. Jetzt hier im 140er Flex, wenn ich den jetzt mal hochhebe im Vergleich zu dem Schuh hier, dann wiegt der fast so viel wie die beiden zusammen. Also ein ganz, ganz schwerer Schuh mit einem ganz, ganz dicken Material. Wenn euch das ganze Thema mal interessiert, wie so ein schwerer Skischuh einen ähnlichen Flex haben kann wie so ein leichter Skischuh, dann geht unbedingt mal hier oben auf das Video. Ich war nämlich bei der Bello, habe da mit dem Produktmanager gesprochen, der hat mir das genau erklärt und da könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Also hier der Bello DRS 140 habe ich leicht anpassen lassen, hier in der Ferse ganz leicht was rausfräsen lassen, aber sonst passt der echt tipptopp. Ich habe keine kalten Füße, keine nassen Füße, also ist ein ganz treuer Freund bei jetzt schon 58 Skitagen. Dann für meine Skitouren und Freeride-Abenteuer habe ich jetzt hier einen ganz besonderen Leckerbissen. Dieser Skischuh ist ganz neu auf den Markt gekommen. Das ist jetzt der Bello Lupo Air mit dem 130er Flex. Ihr seht schon, der hat hier eine Ratsche, wo Gewicht gespart wird. Dem fehlt auch die Zunge und das Material ist, wie war das nochmal? Glaskugel verstärkt. Das heißt, in das Material sind Glaskugeln eingebaut. Wenn ich das jetzt richtig sage, wenn nicht, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und bin sehr, sehr gespannt, wie dieser Skischuh funktionieren wird und ob er da auch die Kräfte gut auf den Ski übertragen kann. Wenn wir gleich zum Ski kommen, dann seht ihr, dass ich da eine sehr, sehr gute Kombination habe. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben Dabello, Marker und Völkel mir die Produkte für diese Saison zur Verfügung gestellt. Das mal nur so am Rande. Kommen wir also zu den Skien. Und da habe ich jetzt hier mal einen ganz besonderen Ski, den ich jetzt erst im Januar das erste Mal gefahren bin. Und zwar den Race Tiger GS fahren. Und ich muss sagen, ich will eigentlich schon fast keinen anderen Ski mehr fahren, weil er gibt mir so ein geiles Feedback, da fühle ich mich so sicher drauf. Und den kann ich auch mal richtig drücken. Andererseits, das muss man natürlich sagen, wenn man da mal auf dem Innenski steht oder mal was falsch macht, der verzeiht es einem nicht so schnell wie jetzt ein anderer Ski. Kommen wir zum kleinen Bruder. Und zwar zu dem Race Tiger GS Pro. Das ist auch ein Ski, der im Handel so erhältlich ist. Den Ski bekommt man gar nicht so einfach. Jetzt in 1,85 mit 21 Meter Radius und auch hier mit der FIS-Platte, auch vorne mit dem UFO. Für mich jetzt auch ein sehr schöner Ski. Ist natürlich jetzt zum Beispiel im Kurzschwung nicht so einfach zu fahren, einfach weil der 1,85 lang ist. Aber man wächst natürlich mit seinen Herausforderungen und wie viele von euch wissen, arbeite ich immer gerne an meiner Skitechnik. Das ist eins meiner größten Ziele, immer die beste Version meiner selbst zu sein und auch zu werden, mich weiterzuentwickeln. Und da sind solche Latten, die einem sehr, sehr viel Feedback geben, natürlich sehr wertvoll. Dann kommen wir zu einem Ski, der ja diese Saison weggegangen ist wie warme Semmel. Mir wurde von Seiten von Völkel schon gesagt, dass ich den nicht zu stark bewerben soll, weil die gar nicht mehr hinterhergekommen sind, den nachzuproduzieren, weil er so stark nachgefragt wurde. Das ist jetzt der Völkel Deacon
84. Ich habe jetzt da die längste Länge genommen, weil ich auch recht schwer bin und sehr sportlich fahre, hier in 1,82. Und der hat dann ja, ganz viele Technologien, aber dann einen Radius von 16 Metern. Und hier auch dann noch das Interessante, dass der eine Bindung hat, die Low-Ride-Bindung, wo man nochmal einen Zentimeter näher am Ski ist und so der Kantenwechsel trotz der Breite des Skis sehr schnell passieren kann. Wem empfehle ich den Ski? Das ist ein Ski, den ich all denjenigen empfehle, die vielleicht so einmal im Jahr in den Skiurlaub fahren, vielleicht noch ein zweites Mal, die nur einen Ski haben wollen und auch einen Ski haben wollen, der bei allen Bedingungen funktioniert. Zum Beispiel meine Eltern, die sind jetzt gerade am Arlberg, sind da Skifahren und die letzten Tage war es noch sehr hart. Jetzt haben sie 40 cm Neuschnee bekommen und meine Mutter ist sehr froh, dass sie einen solchen Ski hat. Und mein Vater natürlich auch genauso, dass sie da sowohl auf harten Bedingungen gut fahren können, aber dann auch bei weichen Bedingungen einen Ski haben, der es ihr nicht so schwer macht, viel Spaß am Berg zu haben. Okay, dann kommen wir zum letzten Leckerbissen, den ich leider auch noch nicht ausprobiert habe. Leute, immer wenn Neuschnee gekommen ist, hatte ich anderweitig zu tun. Ich hatte Coachings oder Skicamps. Mega, mega schade. Deswegen war ich noch gar kein Tiefschnee fahren. Das ist ja sehr traurig für jemanden, der mit dem Skifahren sein Geld verdient. So, hier habe ich den Völkel Mantra Reworks. Reworks heißt einfach, dass da das Nonplusultra reingesteckt wurde. Also da wurde nicht gespart, da wurde alles verbaut, was in der Meinung der Ingenieure nötig ist, um den bestmöglichen Ski zu bauen. Der hat jetzt 100 mm unter der Bindung und ist ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau zwischen einem Touren- und einem Freeride-Ski. Das heißt, ist super leicht und dabei auch noch anscheinend sehr tempostabil. Ich bin den Ski jetzt noch nicht gefahren, bin aber mega gespannt, wie der Ski dann funktionieren wird. Hab dann auch hier die passende Bindung. Ihr seht, ich habe hier sogar noch das Schildchen dran. Und zwar die Kingpin M-Works, also dann vom Marker mit M-Works. Ist dann die Kingpin-Bindung mit zusätzlich Carbon verbaut, anstatt der anderen Materialien, um da auch nochmal Gewicht einzusparen. Bin ich mega gespannt. Hab natürlich die passenden Felle und passenden Felle und wie eben schon mal ausgeführt auch den passenden Skischuh. Wirklich dann hier ein Freeride-Skischuh, der aufgrund seiner Leichtigkeit, aber auch fürs Tourengehen sehr gut geeignet sein soll. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Sobald ich es getan habe, werde ich auch gerne nochmal berichten. Dann, was darf auch noch fehlen? Natürlich die Stöcke, wenn wir jetzt weiter hochgehen. Und zwar habe ich hier einmal die Völkel Speedsticks. Ich fahre sie jetzt hier in 1,20. Ich bin 1,82 groß. Mir würde eigentlich ein 1,25 Meter Stock empfohlen werden, da ich aber auch gerne Kurzschwung fahre und da es da durchaus Sinn macht, einen etwas kürzeren Stock zu fahren, habe ich mich entschieden, den Stock hier in 1,20 zu nehmen. Hat einfach den Grund, dass man dann nochmal eine etwas tiefere Position hat und so nochmal schneller agieren kann. Und dann habe ich natürlich auch noch einen Tourenstock, der ist jetzt nicht gesponsert, den habe ich mal gewonnen. Ja, hatte ich echt richtig Glück und zwar den Fazo 430 von Fetso 430 von Compadel. Ist hier ganz fein, dass man hier noch einen Griff hat. Natürlich auch einen Telestock, den man hier zusammenschieben kann. Also da hatte ich echt mal Glück. Eigentlich gewinne ich nie was, aber jetzt hier hatte ich echt mal Glück. Um einen Stock zu halten, braucht man natürlich auch was? Handschuhe. Im letzten Video hatte ich noch einen anderen Handschuh, einen Volllederhandschuh von Hestra, den habe ich leider mittlerweile kaputt gemacht. Es ist daher gekommen, dass ich die Skier auf den Schultern trage und die Kanten immer sehr, sehr scharf habe. Und da ist hier das zwischen dem Handschuh leider kaputt gegangen. Deswegen bin ich wieder auf die Handschuhe hier zurückgegangen. Ist so Mischhandschuh, also teils Leder, teils Polyester, denke ich, ist es. Und ist auch ein schöner warmer Handschuh, also mit dem bin ich sehr zufrieden. Hat man jetzt nicht so ein gutes Gefühl am Stock wie an dem anderen Handschuh, der ein bisschen enger anliegend war, aber bei kalten Temperaturen ist der hier auch noch mal ein bisschen besser. Mittlerweile habe ich gesehen, gibt es den Handschuh dann auch nur mit Innenfutter, das man rausnehmen kann, was ich sehr gut finde, dass man ja auch ein bisschen reinigen kann, weil den kann man jetzt von innen nicht so gut reinigen. Dann gehen wir ein Stück weiter hoch. Dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Halstücher. Die will ich jetzt nicht präsentieren, weil es alles nur Werbegeschenke sind. Also ist jetzt nicht weiter nötig. Aber dann, was meiner Meinung nach nicht fehlen darf, und zwar der Helm, weil der einfach das schützt, was ja so mit am wichtigsten ist. Weil
Wenn der Kopf kaputt ist, dann lebt es sich, glaube ich, nicht mehr so einfach. Deswegen ganz wichtig, ein Helm. Ich trage immer einen Helm. Habe jetzt hier den Marker Phoenix Map. Map ist so ein System, das sieht ihr hier, dieses rote. Es ist, um den Kopf noch besser vor Erschütterung an gewissen Stellen. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da an dieser Stelle nicht spart. Was auch noch cool ist, ist, dass man hier die Belüftung noch öffnen und schließen kann. Das heißt, wenn es mal schneit oder sogar regnet, lieber mal die Luken schließen und wenn nicht, dann Luken auf. Jawohl, und dann die passende Brille dazu. Das ist die, ich kann den Namen so schlecht aussprechen, Squadron, glaube ich. Squadron Plus. Plus aus dem Grund, da man die Scheiben wechseln kann, habe ich hier eine Gutwetterscheibe, die vor allen Dingen bei starkem Sonnenschein sehr gut funktioniert. Und dann hier eine Schlechtwetterscheibe, die so ein bisschen gelblich ist, die vor allen Dingen bei schlechtem Wetter sehr gut funktioniert, ist natürlich perfekt kompatibel zu dem Helm. Was ich auch cool finde, ist, jetzt habe ich hier das eine Tuch dann für die Scheibe und dann habe ich noch ein weiteres, das ist schon in meiner Jacke drin und dann hier noch dieses Etui dabei und dann habe ich eigentlich das perfekte Package. Damit ich das dann auch alles gut zum Berg bringe, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu meinem Duschbag. Den hole ich mal gerade. Ja, egal ob ich mit dem Bus oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug reise, der darf hier nicht fehlen. Das ist hier ein 60-Liter-Rucksack, wo ich dann die Skischuhe reinmache, den Helm, die Brille und vielleicht auch noch Isolationsschichten, was zum Trinken. Und bin dann eigentlich immer perfekt gerüstet. Gibt es auch günstigere Alternativen von Skiherstellern, die Skischuhe, Rucksäcke herstellen? Ich fand jetzt den cool, weil ich dann die anderen Produkte auch von Duschbeck habe. Und die kann man sehr, sehr cool ineinander hängen. Und zwar habe ich da zum Beispiel auch noch, so habe ich dann hier noch so eine Skitasche, die kann ich ausrollen. Und da haben dann sogar meine längsten Latten Platz. Und dann kann ich dann hier, wenn der ausgerollt ist, den Duschbag mit diesem Klicksystem hier ineinander hängen. Finde ich sehr, sehr cool. Kostet ein bisschen mehr, aber hat auch meiner Meinung nach seinen Wert, weil man einfacher reisen kann. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Sicherheitsausrüstung, wenn es ums Thema Freeride und Skitouren geht. Da gibt es jetzt kein Update, da habe ich immer noch das Mammut Berry Rocks Pulse. Natürlich habe ich hier eine Sonde, Schaufel, darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich habe auch noch einen Airbag-Rucksack, der relativ alt ist und deswegen auch sehr schwer ist. Aber es ist jetzt ein relativ besonderer Airbag-Rucksack, denn dieser Airbag-Rucksack, der heißt Protection Airbag und der beschützt dann noch mehr vor mechanischen Verletzungen. Das heißt, der geht so um den Kopf herum, dass ja, wenn Steine ringsherum sind und man durch die Gegend geschüttelt wird, dass man da dann noch mal ein bisschen besser geschützt ist. Ich hoffe, ich habe jetzt alles vorgestellt, was euch interessiert hat. Ich habe noch ein paar mehr Skier unten liegen, aber die benutze ich tatsächlich nicht mehr. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe euch alles vorgestellt, was euch interessiert hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu dem Gewinnspiel. Und zwar findet das Gewinnspiel auf Instagram statt, unter meinem letzten Post, der eben online gegangen ist. Einfach liken den Post, auf die Seite von Engelhorn gehen. Die ist auch, die sind verlinkt in dem Post. Einfach draufgehen, folgen. Und dann könnt ihr vielleicht eine coole Jacke vom Holden gewinnen. Und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Ja, Leute, es war jetzt sehr viel Equipment und auch sehr teures Equipment. Ich habe das mal zusammengerechnet, auch um da eine Zahl für den Titel zu haben, weil das immer sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin so ein bisschen über 10.000 Euro jetzt mit den Produkten, die ich euch vorgestellt habe. Und da möchte ich nochmal sagen, dass das nicht nötig ist, so viel Geld in Equipment zu stecken, vor allen Dingen, wenn man nicht die Anzahl an Skitagen habt. Vergesst bitte nicht, das ist mein Beruf. Mir werden viele von den Sachen auch zugeschickt, zur Verfügung gestellt, dass ich ja, die teste und wenn ich davon überzeugt bin, euch auch präsentiere. Und deswegen vor allen Dingen an die Minderjährigen, an euch. Ihr braucht nicht so viel, ihr braucht gescheites Material, auf dem ihr Spaß habt, auf dem ihr sicher unterwegs seid. Und dann seid ihr bestens ausgestattet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meiner Kamerafrau, bei meinen Partnern, die mir dieses tolle Equipment zur Verfügung gestellt haben und freue mich sehr über einen Daumen nach oben von dir und freue mich, dich dann im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, dein Julian. Ciao.